Leg los, letzte Folge. Haben wir schon Selfie? Nee. Ja, Route 3, Digga, rein da. Was denn, alter Vater? Was willst du? Hä? Nope, bis jetzt noch nicht. Schädelwummer. Ich nicht. Die coole Glumanda-Kord hast du noch gar nicht aus der Glumanda ETB, ne? Die Promo ist cool. Die ist richtig cute. Nö. Ja, weil du ein Arschloch bist. Die Krise, Digga, das Selfie will nicht im Ball bleiben. Ja. Ne, aber ich würde das halt wirklich so machen bis zur Perfektion. Mein Gott, Self, jetzt bleib doch mal im Pokéball drin. Digga, was ist denn los mit dir? Ich gebe dir doch ein Zuhause.
Warte mal, 319 Dollar. Release Countdown Timer. 7 Hours. Das heißt um 6 Uhr morgen. Also irgendwann müsste Selfie doch mal keine Attacken mehr haben. Mein Gott. Ja, Schwammböses. Ja, du solltest dich nicht so zu sehr auf deinen Frust dir freuen. Morgen um 6 wird neuer Drucker released. Weil ich war ja am Überlegen, hier den guten langsamen und den zweifarbigen zu verkaufen, mir noch so einen schnellen zu holen. Und der Plan hat sich jetzt über den Haufen geworfen. Ich werde jetzt den guten langsamen und den zweifarbigen verkaufen, um mir den guten neuen, also den guten schnellen, aber eine Nummer größer noch kaufen, weil die den morgen releasen für die Pre-Order. Digga, wo nimmst du das Geld her? Ich gehe arbeiten für gewöhnlich. Okay. Okay, also jetzt Verzweifler ein. Nein, das Ding ist halt, ich krieg, wenn ich die zwei Drucker verkaufe. Er setzt Verzweifler ein. Ja, Digga, was soll ich dazu sagen? War mir klar. Nee, aber durch den Verkauf der zwei Drucker habe ich den neuen Drucker wieder drin. Also mache ich da einen. Ja, im Nachgang ein Minusgeschäft, sicherlich, klar. Aber. Ja, okay, er ist tot, kannst du einfach wieder freilassen. Okay. Und bitte bei der Route reinschreiben, dass wir nichts gefangen haben. Und immer gerne dein Relaxo eintragen, Timmy. Habe das vor 5 Minuten gesagt. Gut, dass du genauso die Sachen einträgst, wie deine Folgen uploadest, nämlich nicht. Halt dein Maul. Nee, ist so. Das war jetzt Route 3, ne? So. Belastend. Arin Marmoria City können wir noch ein Köpfnüsschen machen. Ja, wir haben aber nichts im Kopfnuss da. Von daher ist das schon so hinfällig. Ich schon. Du hattest auch was mit Kopfnuss. Nee, das ist Route 2 dann. Ja, und du Marmoria City die Route, wo du gerade schon reinrennen wolltest zum Anfang. Aber ich muss vorher noch Überbälle kaufen. Und dann können wir noch im Mondberg gehen. Aber Mondberg würde ich sogar sagen, wir machen alle Kämpfe da drin. Einfach weil. Ist der dunkel, der Mondberg? Nein. Ah, nein! Ich bin gerade in Mondberg gerannt und es kommt ein Rivalenkampf. Aber ich bin voll geheilt. Aber ich warte jetzt noch so lange dann auf dich. Okay, oh Scheiße. Okay, ich komme mit. Ich eile dir zur Hilfe, Timmy. Ich eile dir zur Hilfe. Alles gut. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Timmy, du musst sagen, helfen Sie mir. Oh, Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Hilfe. Ich bin da, Tim. Gut, dann kann ich ja weiter quatschen. Und er hat 6 Pokémon. Okay, er hat Hundemon. Erstmal Kopf. Okay, das ist ein Flughundemon. Daunenreigen. Sturzflug und komm jetzt. Oh, es ist ein Geist-Pokémon. Das ist ja cool.
Palim Palim, Pokémon wechseln, weil ich auf Minus schieß mich tot bin. Dann kommt der Huanbock. Und der Huanbock. Oh, okay. Okay, da muss ich wieder raus. Konfusstrahl. Was bist du für ein elendiger Huansohn? Also. Überwurf. Okay. Oh, es hat sich vor Verwirrung selber verletzt. Natürlich. Ah, nicht mehr verwirrt. So, und ich habe zwei Schweifglanz drin mit Nidoking. So, du. Udox ist ein Elektro-Pokémon. Ableuchte. Zack. Gut. Alabis war Geist. So, Ampelleuchte. Timmy, kannst du bitte Gefallen tun? Der da wäre. Hast du die Logdatei? Kannst du bitte gucken, was Grodon für ein Typ ist bei mir? Warte, gucke ich sofort. Ich habe keinen Bock, dass wieder alles stirbt jetzt. Warte, ich gucke sofort. Zack, 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 zack. Da UPS Randomizer. Die vierte Text Gold. Grudon, ja. Ja. Registeel, Latios, Poison normal, Gift normal. Gift normal? Ja, Gift normal. Warte mal, was war Leta King für ein Typ bei mir? Keine Ahnung. Drachenpuls. Ah, stimmt, es war ein Käfer. So. Käfer. Ah. Ich bin fertig. Hat der einfach bei dir einen Grodon? Digga, der ist auf jeden Fall kein normal Gift. Ich habe gerade einen Tempohieb drauf gemacht und der ist zwar nicht effektiv. Digga, guckst du auch bei Gold? Ja, natürlich habe ich bei Gold geguckt. So, warte mal. Ja, dein Bisaflor ist normal Eis. Jo. Ja. Ja, das. Dratini, Schwalbos, Krawumms, Schmerbe, Firnentor, Poison normal. Warum macht das denn keinen Schaden auf den, Arthur? Dein Empoleon war auch ein Gifttyp, ja. 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 Siehste? Mamfaxo ist ein Drache, ja. Dein Relaxo, ja. Gut hinter Drache und Elektro. Boah, ja, Grodon, triff doch einfach noch mehr fucking jeden scheiß Steinkante, du Hurensohn. Na, 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 na. Mm. Drei von drei Steinkanten treffen, finde ich gut. Bei mir hätte wahrscheinlich kein einziger bis jetzt getroffen, aber das ist mir egal, weil ich bin ja nicht Grodon. Das ist vollkommen korrekt. Oh, Metallklaue geht daneben. Mhm. Gut, danke. Danke für nichts, Digga. Deine Metallklaue? Ja. Nein. So, wie sieht denn gerade... Oh, scheiße, ich hab das noch nicht runtergezogen. Ah, Papa. Ich will das alles nicht mehr. Das ist so nervig mit diesem scheiß Drecksvieh. I feel you, bro. I feel you.
erstmal die ganze Scheiße hier zu machen. Einfach Abgesang nehmen. Warum hast du das nicht schon früher getan? Boah. Aber renn jetzt nicht im Mondberg rum, ne? Bleib bitte draußen. Nein, nein, wir werden den Account heute nicht mehr schaffen. Das steht jetzt schon. Ich stehe draußen. Oh. Und guck mal, ich habe sogar gelernt, ich stehe jetzt nicht auf und gehe jetzt zu meinem Drucker, um das Druckbett freizuräumen. Nein, das mache ich in 10 Minuten, wenn wir fertig sind. Finde ich gut. Genauso wie ich in 10 Minuten wahrscheinlich erstmal wie ein Ochse pissen gehen werde, ey. Ist mir egal. Wenn du dem deinen Schreibtisch pinkelst, um dein Revier zu markieren, wäre mir das egal, Digga. Ja. Opfer, ey. Ach, halt dein Maul. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich hab schon dein Weihnachtsgeschenk. Zumindest mein Weihnachtsgeschenk. Ich hab schon Marinas Weihnachtsgeschenk. Zumindest ein Teil. Sie denkt halt immer noch, sie kriegt Klemmbausteine. So schief gewickelt, ey. Nein. Oh, ich bin jetzt nicht gemein, nein. Was? So, dann an Heiligabend einfach so ein Zettel hinlegen, ne? So. Ich möchte, dass wir uns nicht mehr sehen. Na, ach Quatsch, Digga. Nein, das also, weiß ich aber. Also was halt lustig ist, ne, wir denken halt schon irgendwie so dran, da so eventuell irgendwann zusammenzuziehen. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe sehr. Achso, warte mal, versuche ich das jetzt. Warte mal, Steuerung Z. Versuche ich es doch nochmal 134? Ja, doch. Ausgewählte vervielfältigen. 100. Aber ziemlich Bildschirm eingefallen. Stehen wir zu Weihnachten. Bitte keinen 3D-Penisdruck. Nein. Danke. Und auch keinen Vaginadruck. Danke. Nein, nein. Gut. Ja, was ganz, ganz anderes. Natürlich ist Gewaltruhe ein Flug-Pokémon. Und ich wechsle mit meinem. In meinen Capoeira, was Käfer-Pokémon ist. Und jetzt auf 7 KP runter ist. Finden wir das? Scheiße, finden wir das? Ja. Anzahl der Mindestange für den Brim. Anzahl der Brimlinien 3. Ich kann einfach nichts drin lassen. Es ist alles angehittet. Es ist alles kurz vorm Sterben. Ich krieg die Scheißkrise hier meines Lebens, ey. Ja. Und diesmal kann ich jetzt nicht schuld sein. Wie finden wir das? Sehr schön. Also ich finde das sehr ja, schön. Ja, natürlich macht Gewaltruhe zweimal Sturzflug, was einfach ein schneller Hurensohn ist, Alter. Ja. Ja, Ho ist tot. Okay. So, 30 mm die Sekunde für die erste Schicht. Und Qualität. Linienbreite der ersten Schicht 150. Jo, warum, Bro? Dicke der ersten Schicht, ja. Linienbreite. Hasbiro ist tot. Aber Gewaltruhe jetzt auch. Ach, Mann. Was willst du tun? Wenigstens flame ich nicht so rum wie du. Er hat einen Wohin genau, Tim. Er hat einen Wohin genau. Ja. Kinders, Kinders, Kinders.
So. Vorschau. Mal gucken. Digga, mein Capoeira, aber das ist einfach so rocken hier, die Scheiße. Ganz einfach, weil Capoeira Heilbefehl hat. Ich heile mich jetzt erstmal gegen und dann ficke ich dieses wohin genau sonst wohin, ey. Ohne Scheiß, ich werde das einfach bis in die Stratosphäre rausficken. Mit Fegekick, Alter. Unterstrich. Ne? Ich bin so getiltet mittlerweile auf dieses Spiel. Ich aber auch. Es hat schon einfach, dass wir im vierten Anlauf sind und dann auch noch so und seit Kanto. Ein Monat gewastet und seit Kanto fickt uns einfach alles richtig schön ins Knie, ey. Richtig schön. Du wolltest nach der Niederlage bei der Top 4 weitermachen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und ich bereue es auch ein bisschen. Aber ich will halt wissen, wie weit wir kommen. Ja. Er hat jetzt noch Kapo, er hat jetzt noch wohin genau ein anderes Pokémon und Grodon. Grodon ist aber fast tot. Ey, das klingt noch nach viel Risiko. Auf alle Fälle nehmen wir jetzt im nächsten Lauf Relaxum, das sagst du jetzt schon. Ja. Ich brauch den Schwabbel. Kann ich ja meinen Schwabbel schon mal hochtrainieren. Ah. Dann kann ich zumindest ein bisschen wartieren. Boah, ich hoffe einfach, der hat keinen Hyperheiler. Wenn der einen Hyperheiler hat und den auf Grodon nimmt, bin ich gebumst. Dann ist alles vorbei. Dann war's das. Ah, warte mal, Frostage kann ich ja direkt freilassen. Boah, perfekt. Hat er nicht. So. Ja. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber Sophie darf nicht mehr sterben. Wir müssen jetzt zwei Monster ersetzen, ne? Echt? Ja. Nee. Aber du hast diese Woche mehr sterben lassen als ich, ne? Letzte ja, Woche noch so. Ich habe diese Woche mehr sterben lassen, aber nicht mal ansatzweise so viel wie die letzten vier Wochen zusammen. Ne, Tim? Ne? So, warte mal. Es waren jetzt tot. Warte mal, ich muss auch. Die waren auch tot. Tot. Hm. Oh, tot. Haspiro und Ibitak. Tot. Ho-Oh und Lugia. Tot. Palimonido King leben noch sogar. Forstelka und Stolunior waren tot. Schluppuck und Rosanna leben tatsächlich sogar noch. Porygon und Fiona. Oh. Ich habe ihn besiegt. Seemobs und Panekorn lebt noch, aber Fluffeluff und Ammonita. Was nehmen wir sonst noch mit neben Relaxos? Viel Auswahl haben wir ja nicht, ne? Ja, mach einen Spruch jetzt. Welches Pärchen? Bibor und Loturzel. Bibor und Loturzel. Welchen Typ hat Bibor? Käferwasser. Ja gut, dann nehme ich jetzt wieder das nächste Pokémon mit vierfacher Boden und vierfacher Kampfschwäche mit. Ja, Digga, wir... Die beste Idee gewesen ist. Wir haben auch einfach keine Auswahl mehr. Stimmt, wir haben noch sechs Pokémon in der Box. Dann war's das. Ja. So, Leute, speichern. Das war's für diese Woche. Eine Woche voller Hass geht zum Ende. Ja.
Oh, ey, ich hoffe echt, dass wir bald durch sind. Ne? Also ohne Scheiß, ne? Wir machen jetzt bloß Mondberg-Encounter. Unten den Encounter. Und alles. Oben noch holen, Encounter holen, was die noch fehlen. Liga nochmal versuchen und dann Silberberg versuchen und dann ist vorbei, ey. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, diese ganzen Scheißkämpfe zu machen. Ich will einfach nur noch durchkommen irgendwie. Ja, machen wir so. Also Mondberg-Encounter und so, dann Unten-Encounter, dann Zinnoberinseln und ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ein bisschen durchrushen. Ja, hat eher weniger mit Waschen zu tun, sondern eher mit. Ich habe einfach, ich finde, ich habe nicht mehr die Kraft dazu. Aber ey, es schlaucht mittlerweile sehr. Es schlaucht einfach nur Also, sehr, weil es einfach viel rumgebumst ist. ich sag mal jetzt Ne, auch ihr kennt das aber. gerade durch die 16 Orden, durch die zwei Regionen, ist es schon hart anstrengend, ja. Und dann auch Und noch. das nicht. Es sind einfach diese Pokémon, dass du nicht weißt, was kommt. Ich werde von einem Grodon gebumst, was ich halt easy kaputt machen könnte. Aber der Gift-Hieb, der Patronenhieb, der wirkt halt einfach nicht. So. Aber das kann ich an dich rückwerfen, die Idee. Nein, es ist halt eigentlich so, die Delta Species ist halt mega cool, das Projekt an Aber es sich. ist halt scheiße schwer. Es Also ist. für eine Solo-Nuzlocke wäre es gut, aber Das für wollte eine das, das, Soul-Link das, das, ungeeignet. das wollte ich gerade sagen. Für eine Soul-Link ist es mega beschissen, weil du hast entweder, wie du jetzt gerade schon sagtest, ne, ja geil, hole ich mir die vierfach Kampfschwäche die nächste rein. Ja, ne, das. Du hast, wenn du die Nummer, du hast schon bei einer normalen Nuzlocke richtig scheiß Pärchen dabei. Hast du immer. Wo der eine was richtig Geiles bekommt, der andere was Unbrauchbares. Aber wenn dann auch noch das Typing dabei richtig beschissen wird, dass du dann dir ein Team aufbauen musst, wo du dann dir entweder nur Crap reinholst, um verschiedene Typen zu haben, oder nur die geile Pokémon und alle gleichen Typen. Ja, geil. Ende aus, Mickey Maus. Ach so. So, das war's von uns für heute, Leute. Das Wort zum Für diese Samstag. Woche ist so. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Haut rein und ciao.